So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Lange, lange ist her. Ich war gerade zufällig wach, habe auf YouTube ein bisschen rumgeguckt und habe direkt gesehen, genau heute ist der wunderbare Weltfrauentag. Ganz wichtig für uns, denn auch die Frauen müssen mal gefeiert werden. Ihr seht schon, kostenlose Items heute abzuholen. Ist kein Clickbait oder sonst irgendwas. Die Gegenstände sind wirklich kostenlos. Ihr seht es hier, kostenlosen Gegenstände sichern. Einmal drauf gehen. Und dann haben wir einmal Heidi Mode, einmal eine Tarnung, einmal eine Musik und ein Spray. So, holen wir uns das Ganze mal gerade zusammen ab. Also geh. Für geschenkt. So, dann haben wir noch die Tarnung. Auch mitholen. So, bei der Musik. Haben wir nur ein Problem, ist nämlich Copyright. Wir kennen es. Und Copyright darf ich ja nicht zu lange abspielen. Ansonsten YouTube sagt direkt, nein, das möchten wir nicht. So, trotzdem schnell auf Kaufen. Einfordern. Schnell wieder raus da. Dann, was haben wir noch drin? Die Speerspezialistin. Axus drin. Prime Skin. Die Axt Olotl. Die Taxifahrerin. Siegesrunde. Dann der Dreizack. Und dann Gears zurück, Matchball, danke gehen nochmal raus an Thumball, meine ich, der hat mir den Skin geschenkt. Dann du bist dran. Der Mondhüpfer. Dann das Trommelsolo. Und dann natürlich das Monarchenpaket, kann ich nur empfehlen, wenn ihr noch kein Level 200 seid, holt es euch. Weil ich habe es mir auch geholt, ich brauche jetzt noch 30 Level, müsste ich eigentlich schaffen bis zum Seasonende. Also ich sage, ganz langsam hat der Fortnite-Hype mich dann doch wieder zurück. Dann das Batman-Paket zurück, die Naomi Osaka. Ah, da sage ich ja immer wieder, Geschmackssache. Dann Zeichentrick-Paket, Ausstieg der Schatten-Paket. Und dann leeren Bewohner-Paket, das Rettet die Welt-Paket. Und das vergeht, und das vergeht, man kennt es, da hat sich Fortnite nicht geändert. Dann ein bisschen Level kaufen, Crew-Paket und natürlich das Crew-Legacy-Paket. Aber das kriegt ihr nur, wenn ihr das Crew-Paket habt. Dann unterstützt einen Creator. Ja, ich habe immer noch meinen alten Creator-Code, einfach aus YT-FamilyHack. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und eventuell bis nachher im Livestream. Wie der Link natürlich in der Videobeschreibung. Ansonsten hört gut zu. Card 86. Ihr seht es hier oben über meinem Namen. Card 86 auf Twitch. Also in dem Sinne, haut rein.